Na, seid ihr auch wieder mit hier? Na, das ist aber toll. Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu Giga Labastia, dem kleinen Pokémon-Spielplatz von mir, von eurem Giga-Greevy. Heute habe ich was Besonderes vorbereitet, nämlich diese zwei schicken Dinger hier. Wir hatten ja bereits in der letzten Folge Tinboxen und heute geht's weiter. Ich habe euch die allerersten Tinboxen gezeigt, dann haben wir so eine große von den neuen ausprobiert. Und das war ja nicht so schlecht. Und heute gibt es diese Mini-Tin-Boxen. Die sind nämlich neu. Die gibt es, glaube ich, lass mich lügen, seit letztem Jahr. Kann das sein? 2019, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass die im Frühjahr rausgekommen sind. Und jetzt gibt es einmal die Kanto-Variante. Die ist nicht mehr ganz so leicht zu finden. Und die neuere Variante aus der Schwert- und Schild-Erweiterung, also aus Galar. Das sieht man auch schon so ein bisschen am Artwork, Kanto vielleicht noch nicht unbedingt, aber natürlich hier in der Galar-Fassung haben wir dieses klassische Pokémon-Arena-Design aus Schwert und Schild. Und ich will einfach mal gucken, sind die Teile überhaupt ihren Preis wert? Denn man bezahlt ungefähr 11 Euro oder 10,99 Euro, glaube ich, waren es. Kann auch sein, ihr kriegt das vielleicht für 9,99 Euro. Es sind zwei Booster drin, sowie eine Pokémon-Münze und eine Pokémon-Bildkarte. Jetzt weiß ich nicht genau, was mit Bildkarte gemeint ist, deswegen gucken wir uns das also einfach mal an und dann gebe ich so ein kleines Fazit ab, ob es sich lohnt, das Geld auszugeben, denn man muss ja ganz klar sagen, ja, der normale Preis für einen Booster beträgt so um die 5 Euro, also das kann variieren von 4,49 Euro, 4,79 Euro oder 4,99 Euro. Ich habe den Vorteil, beim Händler meines Vertrauens bezahle ich lockere 3,95 Euro für einen Booster, also knapp 4 Euro. Das heißt, ich würde hier 2 Euro schon mal drauflegen, für diese Box natürlich, aber auch für die Münze und die Bildkarte. Ob sich das so richtig lohnt, werden wir gleich mal sehen. Wir fangen an mit Kanto, mit der ersten Generation, mit diesem schicken Mewtwo. Und da geht's schon mal los. Ich finde diese Boxen, diese Tinboxen, Mini-Tinboxen, wirklich sehr hübsch. Ich weiß noch nicht so genau, ob man die jetzt so gut nutzen kann zum Verstauen von anderen Karten. Also es geht sehr leicht auf. So, und hier haben wir natürlich zum einen die Münze. Was ist da drauf? Ein Entei ist da drauf abgebildet. So, dann haben wir zweimal Sonne und Mond. Einmal aufziehende Sturmröte und einmal Stunde der Wächter als Booster. Also keine neuen Schwert- und Schilderweiterung. Deswegen, ich glaube, 2019 war schon richtig mit der Kanto-Tinbox. Und diese Bildkarte hier. Ja, also das ist halt wirklich genau, so steht es auch hinten drauf, die Tinbox nochmal abgebildet und die kann man praktisch sammeln. Da stehen auch noch ein paar Informationen drauf zu Mewtwo und man kann die dann zu einem großen Bild zusammenlegen. Ich vermute mal, für so ein Kindergeburtstagsgeschenk ist es ganz cool, wenn das Kind dann praktisch diese Bilder irgendwie vielleicht auch zusammenklebt auf ein großes Bild oder so. Ja, ansonsten, es ist halt schwierig, ne? Also ich glaube, ich will dann schon wirklich eher gucken, was ist in diesen zwei schönen Boostern drin. Und mich interessiert natürlich auch die Pull-Rate, wenn man so will. Also wie viele krasse Karten zieht man denn aus solchen Tinboxen? Ist da die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn man sich die Booster lose holt? Deswegen ist eure Mithilfe gefragt, wenn ihr dieses Video seht und habt selber schon solche Tinboxen mal ausgepackt. Schreibt ganz gern mal in die Kommentare rein, ja, es war wirklich sehr gut, ich habe da viele Rainbow Cards gezogen, oder ihr sagt, nee, also da war wirklich immer nur eine Regular Rare mit dabei und sonst nichts. Das wäre immer ganz cool, wenn man da so eine Art kleine Statistik aufbauen kann. So, wir beginnen mit Stunde der Wächter. Und da möchte ich gleich mal anmerken, ich bin ja wirklich kein großer Fan von Sonne Mond gewesen. Ich habe die Spiele selber nicht komplett gespielt, da bin ich auch ehrlich. Ja, es hat mich irgendwie auch nie so gecatcht, das ist es halt. Es hat mich nie so gecatcht und deswegen habe ich auch die Pokémon-Sammelkartenerweiterungen nie groß gesammelt. So, trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt über solche kleinen Sets oder Boxen die Chance habe, da die Sammlung zu erweitern. Und jetzt seid ihr nochmal gefragt, was für eine Energiekarte? Wir suchen wieder Energiekarten. Welche ist in den Boostern drin? Ich sage, es ist eine Pflanzenenergie. Pflanze? Ah, es ist undicht. Okay, Unlichtenergie, legen wir los. Viscargot, es sind viele Karten jetzt hier dabei, die ich natürlich noch nicht in meiner Sammlung habe. Wie gesagt, selten mir solche Booster geholt. Deswegen schaue ich gerne mal ein bisschen mehr auf die Artworks. Das ist ja auch eine doofe Karte. Oh, wie süß. Ein Wuffis, ein Macholo, ein Unratütox als Knete-Variante, sehr geil. Botugel,
Shenlong, ist das eine seltene? Oh ja, eine Reverse, seltene Karte. Könnte das heißen, wir haben was Krasses. Trommelwirbel läuft. Nein, es ist ein Lunala, ein legendäres Pokémon. Das Mondscheiben-Pokémon und eines der großen, oder beziehungsweise so ein Namensgeber praktisch von Sonne und Mond, wenn man so will, weil es nun mal das Mond-Pokémon auch ist. Aber eben nur eine Regular Rare. Deswegen auf zu Sonne, Mond, aufziehende Sturmröte. So, Pokémon, Sammelkartenkarte weg. Und ich sage, es ist... Ich probiere es nochmal mit Pflanze. Ich ziehe das jetzt durch. Ich sage nochmal Pflanze. Am Ende ist es Fee. Ich sehe es kommen. Es ist Kampf, verdammt. Das Glück verlässt mich so ein bisschen aktuell. Gastrodon. Und das ist ein ganz schön starkes Gastrodon. Es geht, es geht. Rote Speerkarte. Chillabell. Molunk. Dragosso, cooles Artwork. Hornliu. Pikuchilla, passt zu dem anderen da. Das kann doch nicht sein, dass ich den Namen vergessen habe. Chillabell, Entschuldigung. Krebscore, ein Wablo als Reverse und Trommelwirbel. Ein Regular Rare Beboar. Dankeschön für nichts. Dankeschön für nichts, Mewtwo. Du bist so ein mächtiges Pokémon. Da hättest du mir ruhig mal eine krasse Karte da lassen können. Ist aber nicht so wild, denn wir haben noch das hier. Dieses wunderschöne Riffex, was nicht scharf gestellt werden will. Jetzt. Das ist tatsächlich mein Lieblings-Pokémon aus der 8. Generation. Das ist tatsächlich mein Lieblings-Pokémon aus der 8. Generation, also aus Schwert und Schild. Deswegen konnte ich hier einfach nicht Nein sagen. Hier ist es. Auch hier geht das sehr leicht. Auch das geht sehr leicht auf. Genau. Oh, und interessanterweise haben wir hier eine Mewtwo-Münze drin. Und es gibt auch hier... Ah ja, okay. Einmal Sonne, Mond, Nacht in Flammen, also eine andere Erweiterung. Und einmal flammende Finsternis aus Schwert und Schild. Also hier zumindest schon mal eine Schwert- und Schild-Erweiterung dabei. Das hätte ja aber auch überhaupt nicht gepasst, wenn man da jetzt gar keine reingepackt hätte. Und diese Riffex-Karte auch hier natürlich wieder mit ein paar Informationen. 1,60 Meter groß, 40 Kilogramm schwer und ein kleiner Pokédex-Eintrag. Das Wichtigste sind natürlich für uns trotzdem die Karten, die Booster. Und ich würde sagen, flammende Finsternis heben wir uns mal schön auf. Wir sind gerade in Sonne und Mond so gut drin. Machen wir das natürlich auf. Und als Energiekarte sage ich diesmal Feuer. Wobei, es ist eine Riffex-Box. Nee, das Elektro hebe ich mir dann für Schwert und Schild auf. Ich sag Feuer. Und es ist Wasser. Ach, Leute. Okay, Fran oder Fran. Lege zwei Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Wenn du das machst, lege eine Energie von einem Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Kann gut sein, situationsbedingt, als Unterstützerkarte natürlich ganz schön heftig, weil man ja nur eine Unterstützerkarte spielen kann. Lunastein. Pokémon des Gegners können nicht geheilt werden, solange es im Spiel ist. Myla. Ich kenne die ganzen Personen natürlich nicht, ne? Weil ich Sonne Mond nicht gespielt habe. Togedamaru, sehr süßes Artwork. Karadonis. Pampuli, Myraplatz, Wirrlicht, macht den Depp, Riolo, sehr süßes Artwork, als Reverse ist nur eine Common-Karte und dann haben wir noch, holla, na das ist doch aber mal was, das sage ich nicht, nein, Amphira GX, als Full-Art-Karte, keine Ahnung, ob die jetzt besonders viel wert ist, aber sieht sehr, sehr cool aus. Ist eine Weiterentwicklung von Molunk, ne? Oder? Genau, Amphira, die Weiterentwicklung von Molunk. Schöne Karte. Scheint auch ganz brauchbar zu sein. Sehr, sehr schick. Als Full Art. Jetzt weiß ich nicht bei den GX-Karten, ob es auch hier die mit schwarzem Rand gibt und die mit silbernen Rand. Ich hatte das in einem vorherigen Opening schon mal erwähnt, bei den Schwert- und Schild-Boostern, bei den Weg des Champs-Boostern. Da könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob die jetzt hier nochmal einen ganz besonderen Wert hat durch dieses silberne. Aber schön, dass es hier zumindest geklappt hat mit einer besonderen Karte. Das dritte Booster aus Vieren. Was heißt, hier könnte es natürlich jetzt soweit sein, dass hier doch nichts Krasses drin ist. Es wäre natürlich super, wenn wir hier einmal eine Box rausgegriffen haben mit Riffex und bekommen gleich zwei krasse Karten. Und ich sage, ich habe schon angekündigt, Donner als Energiekarte. Donner als Energiekarte, was sagt ihr? Ja, okay. Nehmen wir so. Gut. Ich sag Donner, bleib dabei und es ist Metall. Nur Nieten heute hier beim Energieraten.
So, dafür haben wir ja schon mal eine GX-Karte, das ist ja auch viel wert. So, Rauchschwaden, Hitzeenergie ist übrigens sehr, sehr geil. Das Feuer-Pokémon erhält plus 20 KP, kann man immer gut gebrauchen, solche Spezialenergiekarten. Relikant, Ignivor, Bubungus, oh, wie süß ein Toxel in der Riffex-Box, das finde ich cool. Eneko, Bautz, ein Reverse Kapuno und Trommelwirbel. Es ist nochmal eine Regular Rare. Ein Fiaro besitze ich noch nicht, deswegen kommt das ganz gut in die Sammlung. Okay, also 4 Booster, 2 Boxen. In einer davon haben wir diese schöne Amphira GX-Karte gehabt. Das ist natürlich schon cool, dass wir hier nicht ganz leer ausgehen. Von daher freue ich mich, dass es wenigstens hier geklappt hat. Trotzdem möchte ich sagen, 10 Euro oder beziehungsweise ich glaube es waren wirklich 11 Euro am Ende, 10,99 Euro und 59 sind eine Menge Geld für 2 Booster. Klar, ich kann mir gut vorstellen, für so ein Schulkind, ne, das jetzt nicht unbedingt alle Karten mit in die Schule nehmen soll, ist es ganz praktisch, wenn man sagt, pass auf, du kannst ein paar Karten, die du schon doppelt hast, ne, so 20, 30 Stück, so. Und dann ist man, da hat man noch eine Menge Platz. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, hier hast du deine ganzen Doppelten, packst du die rein, passt gut in den Ranzen, ist nicht zu groß. Das ist sicherlich sehr, sehr hübsch. Ansonsten, wir haben jetzt eine gezogen, eine wirklich schöne Karte aus 4 Boostern, aber das ist ja immer eh eine Glücksfrage, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Deswegen, wie ist das bei euch bislang gewesen? Wer jetzt sagt, ich will wirklich nur die Karten haben, holt euch die einzeln. Also ich glaube nicht, dass es jetzt hier unbedingt Sinn ergibt, sich diese Dinger zu holen. Und ihr habt ja auch gesehen, die Bildkarten, ist nicht unbedingt der Grund zu sagen, ich muss die jetzt alle sammeln. Tauschen kann man da auch nicht unbedingt. Von daher hat man wahrscheinlich einfach sich gedacht, komm, wir packen noch irgendwas rein. Da hätte ich es schöner gefunden, wenn es die Münze gegeben hätte und vielleicht noch irgendwie eine besondere Hülle, so eine Schutzhülle vielleicht im Riffex Artwork oder so, dass man eine krasse, schöne, besondere Schutzhülle mit drin hat. Das wäre vielleicht cooler gewesen. Trotzdem, schön, dass ich es mal mitgenommen habe, dass ich es mal ausprobiert habe. Ich glaube, mehr werde ich mir nicht davon holen, aber gerade das Riffex finde ich cool, das Mewtwo finde ich cool. Und wenn ihr da so ein beliebtes Pokémon von euch habt, was auch mit abgebildet ist, warum denn nicht? Dann kann man sich das ruhig mal gönnen, dann hat man so eine hübsche kleine Hülle. Da packt man ja vielleicht auch mal seine ganz besonderen Karten rein, die man in extra Doppelhüllen drin hat oder so und verpackt die dann schön nochmal in so einem kleinen Metallkästchen, um die mal mitzunehmen, zu Freunden und zu zeigen, hier, da muss man nicht seinen ganzen Ordner mitnehmen. Das soll es aber gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier wieder zuzuschauen. Ich hoffe, das Review hilft euch vielleicht auch zu entscheiden, ob ihr selber auch so eine kleine süße Tinbox haben wollt. Ansonsten bei den größeren habt ihr natürlich auch nochmal eine krasse Promokarte zum Spielen auch mit dabei und zum Sammeln, anders als jetzt hier diese Bildkarten. Und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar drunter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Good Game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao.